Und jetzt kommen wir zurück zu Palworld, wo wir hier gerade auf einer kleinen Erkundungstour sind. In, ja, noch unbekannte Gebiete. Ein bisschen Richtung Weltenbaum sind wir unterwegs. Ich glaube zwar nicht, dass wir den schon so bald erreichen werden, aber in die Richtung immerhin bewegen wir uns. Kurz gerade mal hier unten, ob es noch irgendwas Interessantes gibt, aber hier sieht's ehrlich gesagt ziemlich langweilig aus. Was ist denn das für ein Erz? So, was ist das denn? Reinquarz? Was ist denn Reinquarz jetzt? Was brauchen wir das denn? Wahrscheinlich noch lange gar nicht. Na super, das bringt uns wieder auf Ideen, dass wenn ich die Sachen sehe, dass wir eigentlich ein Lager aufschlagen müssten, wo wir auch das mit dabei haben. Reinquarz hat sich unter anderem in den Schneebergen ausfindig machen, wird für die Herstellung von Platine benötigt. Ach du Heilige. Ja, müssen wir uns aber nicht ganz mitnehmen. So, Eier nehmen wir immer mit. Und Kisten auch. Außer wir müssen ewig Umwege fliegen. Manchmal steigt der ab und manchmal nicht. Vielleicht drücke ich irgendwie zu oft F oder so. Oder halt zu stark gedrückt. So, hier müssen wir jetzt einmal hoch. Dann schauen wir uns auch mal die andere Seite hier ein bisschen an. Ich hoffe, wir haben genügend Ausdauer, um auch irgendwie ganz hoch zu kommen. Oder zumindest an einem Punkt, wo wir ausharren können. Oh ja, ich denke, ja, genau. Hier können wir mal einen kleinen Zwischenstopp machen. Wir brauchen langfristig auch dringend den schnelleren Reitvogel. Lass mal gucken, ob vielleicht hier irgendwas rumfliegt, was man einfangen könnte. Oh, hier gibt es auch Reinquarz und normales Erz, okay. Aus Ei. Auch schon lange keins mehr. Zack. Ah, da ist ein neues Dungeon. Mal gucken, was für ein Level das ist. Ja, Mamaras Level 39 klingt schon mal nicht so gut. Aber sollten sich täuschen lassen von, weil die sind meistens immer stärker wie alles andere in der Region. Was für ein Level wäre das hier? Level 45, ja, nee. Das lassen wir mal schön aus. Da können wir mal zum späteren Zeitpunkt vorbeischauen. Große Palseele haben wir bekommen, okay. Ist das Grüne da? Eine Sphäre. Ah, da ist ein Chiller, Level 36, okay. Na, ich wollte gerade fragen, gibt es hier überhaupt Perls? Keine gesehen bisher. Oh, ein Arsox ist hier. Okay. Naja, aber an sich... die Region wieder ein bisschen zu High-Level, ehrlich gesagt. Das schaut ziemlich krass aus hier, diese Ruinen. Da gibt es doch bestimmt irgendwo einen Wegpunkt. Ein Turm gibt es auf jeden Fall da drin. Jetzt auch Safe und Wegpunkt in der Nähe. Ist nichts drauf, oder? Nee. Ist lang geschimmert oder war das nur. Was ist das denn? Ach, ein Rheinrix oder Rainrix, wie auch immer. Da hinten wäre ein Schnellreisepunkt. Können wir uns gleich mal merken. Schaffen wir es noch bis hier? Okay, auch die Chillets hier sind. Ja, ein bisschen zu stark vom Level. Das wird uns leider nicht viel bringen dann, hier unterwegs zu sein. Ist das Erz? Ja. Nehmen wir einfach gleich mal so mit. Es scheint wie eine vergessene Zivilisation hier zu sein. Was ist das hier für ein Kreis? Achso, ich dachte, irgendwas ausgelöst, aber nein, das war nur das Arsox, was aggro geworden ist. Timing war ein bisschen ungünstig. Das Ding hier ist auch nichts wahrscheinlich, oder? Nö, ist auch nur eine Säule. Das sind praktisch die Gebilde, die zu denen auch die Türme gehören, die überall in der Welt rumstehen.
keinen Schnellreisepunkt auf der Karte entdeckt hier. Naja. Wundert mich ehrlich gesagt fast ein bisschen. Ich hätte erwartet, dass hier bei so einem Ort schon ein Schnellreisepunkt wäre. Ist noch ein Ei. Zwei Eier sogar. Oh, will ich jetzt aber gar nicht runterfliegen. Das dauert zu lang. Nein, keine Ausdauer. Ja, ein schnellerer Vogel auf Fall mit mehr Ausdauer wäre gut. Capriti Level 41, ja gut, hier macht es keinen Sinn, uns lange aufzuhalten. Meine, wir können schön in der Gegend erkunden und rumfliegen, aber mehr ist ja leider nicht drin. Die Pinguine sind so stark hier, okay. Ich wusste nicht, dass die schwachen Pelz später auch nochmal vorkommen und dann halt in einer deutlich stärkeren Form. Ist das ein Riesenei? Das wirkt sehr groß. Das müsste ein Riesenei sein, oder? Ninja Boy. Schade. Ja, die Kiste braucht wieder einen Stahlschlüssel, oder? Oder nee, die anderen Schlüssel oder Silber, wie heißen die? Nee, Goldschlüssel sogar, oh Gott. Da sind wir auch noch meilenweit entfernt von. Oder haben wir zufälligerweise einen? Ach, wir haben klügerweise natürlich. Gar keine Schlüssel dabei. Oh, Maukrist. Ja, hallo. Ich weiß nicht, ob wir davon schon einen haben. Ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es die gibt, deswegen will ich unbedingt einen haben. Oder halt, ich wusste schon, dass es die gibt. So, 14% ist nicht viel. Müssen wir nochmal ein bisschen schwächen. Ich traue mich halt noch nicht so ganz bei so wenig Leben. Ja, okay. Aber macht keinen Unterschied. Okay, dann gehen wir auf die rote Sphäre. Autsch. Och komm, sei doch nicht so. Hier rein jetzt. 33%, bitte. Lass dich fangen. Na, war du bist hungrig? Ja, Markus. Der hübsche Kristall an der Schweifspitze zerbröckelt, wenn dieser Pfahl stirbt. Markus waren beliebte Haustiere, da man glaubte, dass sie Geldsegen bringen würden. So, ich steige einmal ganz kurz ab, damit unser Wandwurm futtern kann. Das ist auch so merkwürdig, dass der keine Beeren oder nichts aus dem Futtersack isst, während man auf dem reitet. Ich schätze mal, das ist noch ein bisschen buggy, das wird bestimmt noch verbessert werden. Nein, nicht kämpfen. Wir ziehen uns hier zurück. Wir haben unseren einen Pfahl eingefangen, den wir haben wollten. Und Rüstung ist schon wieder beschädigt. Sag mal, ich werde zweimal getroffen und die Rüstung ist im Eimer. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie so stark sind, die Pals, oder? Aber ist ja schon ein bisschen ätzend. Oh, wir können wahrscheinlich nichts mehr tragen, weil wir so viele Eier dabei haben. Ah, eine Löffmann-Statue. Nehmen wir auch gleich mit. Ich hoffe ja so ein bisschen auf irgendwie Schlüssel hier aus den normalen Kisten. Aber ich glaube, die Schlüssel gibt es nur von den... von Pals oder von irgendwelchen komischen Wilderern oder so. Ich glaube, da werden wir hier nicht so fündig. So, haben wir irgendeinen Schnellreisepunkt entdeckt? Nein. Dann nehmen wir mal den einen da oben, den wir vorher gesehen haben. Ich will ehrlich gesagt die Rüstung nicht schon wieder reparieren müssen, weil... kostet halt wieder 11 Metallbarren. Das sind jetzt über 22 Erzcent das Ganze dann. So viel habe ich aktuell nicht übrig. Möchte das nicht ausgeben. Viele Eier hier in der Gegend. Ich habe das Gefühl, wir müssen mehr Ausbrüter, also Ausbrutstationen bauen. Was dann wieder antike Bauteile, da haben wir auch wieder wenige von. Da müssten wir halt dann wahrscheinlich ein paar Bossfights mal machen. Ja, da ranzukommen. Ich meine, wir können Bossfights ja auch wiederholen, das ist ja auch eine Möglichkeit. Vielleicht so die einfachen, ganz schwachen Bosse einfach wiederholen, dann kriegt man ein paar antike Bauteile. Wir müssen die ja nicht einfangen, wir haben die ja schon einmal eingefangen. Ein zweites Mal ist ja gar nicht notwendig. Kann man machen. Vielleicht bei besonderen Pals, aber ansonsten, es bringt uns ja eigentlich auch nichts weiter. Klar, kann einen Fangbonus geben.
Deswegen würde ich es aber wenn vielleicht nur bei besonderen Pals machen und nicht bei irgendwie, sagen wir, ein Kativa-Bossfight, wenn es dann einen geben sollte. So ist der Punkt, den ich gesehen habe, das hinter dem Bergen hier, ne? Die Richtung müsste es irgendwie sein. Da hinten ist noch ein Turm. Was ich mich ja auch frage, weil hier sind ja Gebiete, bei denen du respawnen kannst von Anfang an. Das müssen ja eigentlich Starterareale sein hier. Das da hinten dann wahrscheinlich aber nicht. Weil das keine eben so ein Respawn-Gebiet ist, wenn man eben mal stirbt. Geisterzinne. Okay, was haben wir hier? Einen zwielichtigen Händler. Oh. Oh, wir haben leider keine Wertsachen dabei. Kann ich mit dem so handeln? Nee, müssen wir absteigen. Nein, was machst du? Was machst du denn? Bist du bescheuert? Was ist... Alter, hallo. Oh mein Gott. Warum greift er den denn an? Ich bin doch neben dem gewesen. Ach, Alter, wirklich jetzt. Spiel, really. Der hat halt ein fucking Maschinengewehr. Jetzt ist unser Flugvogel auch noch weg. Wir kommen nicht mal weg hier. Ich wollte gerade mit dem handeln. Oh, bitte schieß jetzt nicht. Warte mal, Fackel. Okay, macht nicht so super viel Damage zum Glück. Oder trifft nicht so gut. Okay, da ist der Schnellreisepunkt, zu dem wollte ich. Ich hoffe, der hat sich wieder beruhigt, wenn wir wieder hier ankommen irgendwann. Mann, ich wollte gerade noch sagen, soll ich Wanwurm vielleicht zurückrufen? Was ist das denn für ein Blödsinn? Warum greift er den denn einfach an? Ja, noch ist er aggro. Verstehe ich. Wäre ich ja auch. Springen. Ja gut, wir müssen rennen. Mehr bleibt uns jetzt nicht übrig. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht in der Zucht die Möglichkeit habe, irgendeinen guten Flugpal zu bekommen. Dann würde ich es vielleicht darüber machen. So, ein Morchrist. Ich glaube, er hat die Akku verloren. Ich sehe ihn zumindest mal nicht mehr. Wir können nochmal hinlaufen und gucken, ob wir irgendwas handeln können. Wir haben halt eben. Ja, wir haben keine Wertsachen dabei, das macht keinen Sinn. Was ist das denn noch riesiges? Ach nee, ist aber nur was Schnee und dann war der Pengulet-Name plötzlich da. Hoppla, kurz erschrocken. Okay, wir wissen auf jeden Fall, da ist ein Riesenpal. Nicht Riesenpal, Palhändler, mein Gott. Haben wir noch einen zweiten Wandel, den wir vielleicht kurz nutzen können? Wir haben einen Nightwing auf jeden Fall. Nee, waren wir aber echt bisher nur eingefangen. Ist ja auch klug. Oxypill kann nur kühlen. Wo ist denn Maukrüst eigentlich? Da. Kann farmen und kann kühlen. Ach, gräbt Goldmünzen aus. Okay. Nett. Dann würde ich jetzt mal sagen, nehmen wir jetzt hier mal einen, wo ist er denn? Nightwing. Einfach nur kurz schneller voranzukommen. Und da eh gerade Nacht ist, lass kurz schlafen gehen. Mann, das war jetzt mega ärgerlich, ey. So ein Mist vor allem auch. Okay, wir brauchen mehr Kisten hier. Wir haben zu viele Eier. Ich stelle einfach mal noch eine normale Holzkiste daneben. So, dann wird das schon mal fertig gebaut.
während wir schlafen gehen. Ich muss gleich mal gucken, ob die Rüstung gar keine Verteidigung mehr bringt oder auch Lebenspunkte, wenn wir die jetzt ausziehen. Warte mal, Verteidigung. Ah nee. Ach, das Ding ist kaputt. Der geht ja noch wunderbar, der Rüstung. Okay, oh, alles gut. Ich war schon ein bisschen wütend. Ich meine, das Ding, es bringt nicht viel. Wir können es trotzdem reparieren, weil es kostet auch nicht viel. Solche Sachen hier werde ich erstmal nicht so schnell reparieren. Ja, dann legen wir mal die weiteren Eier hier, die Kiste daneben. So. So, da haben wir ein paar gute Sachen geholt. Können wir noch ganz kurz nach oben unsere Sachen, den Rest ablegen. Dann diese ganzen Wertsachen, die ganzen Smaragd und so ein Zeug oder Rubine und was auch immer, Edelsteine einfach mitnehmen. Genau, guter Preis, guter Preis, guter Preis, guter Preis, guter Preis, auch guter Preis und das auch. Möchte ich einfach mitnehmen. Was könnten hier noch loswerden? Nicht so wirklich was. Ja, die Steine kommen auch nicht hier rein. Das Ding bitte zur Hälfte mitnehmen. Ja, ich muss mir die ganz mitnehmen, sonst lage ich die halt jedes Mal wieder hier rein aus Versehen. So, das können wir konsumieren. Bringt auch nur nicht super viel. So, das kann noch weg. Sonst haben wir für die Kiste hier nichts mehr. Dann halten wir uns gar nicht so lange auf mehr hier. Ich weiß noch kurz die anderen Sachen hier hinten rein. Zack. Perfekt, und dann ziehen wir kurz nochmal los und diesen Händler da oben auf. Und vielleicht kann der uns hier irgendwas Gutes verkaufen. Jetzt hat er ja irgendeinen schönen Flugperl. Mann, 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 das war ein Reinfall, ey. Was macht der denn jetzt? Was haben die denn mal alle mit ihm sofort angreifen? Institut für Genforschung, Praxisteam. Ach du Heilige, was sind das denn jetzt für Leute hier? Ah, na, so irgendwie die Pirates haben beim Absteigen echt immer so einen Angriffswahn, habe ich das Gefühl. Kann es sein, dass der ein bisschen schneller ist wie der Wannwürm? Ich glaube irgendwie schon, oder? Ach, die normale Reisegeschwindigkeit hier wirkt. Kann täuschen. So, der Händler steht noch da hinten. Ich steige jetzt mal hier ab. So, gleich zurückrufen. Mit unserem Bogen hier, ey, und dem Speer. Der Händler hat einen Maschinengun und wir so lalalala. Guck mal hier, unser Holzspeer. Hallo. So, wir versuchen mal. Hallo, wir vergessen mal, was passiert ist. So, Ware kaufen. Was hast du denn? Felbert würde uns fehlen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Und Robin Quill. Ja, stimmt. Gibt es Robin Quill noch? Können wir gleich mal nachschauen. Könnten wir auf jeden Fall auch einkaufen. Aber erstmal möchte ich. Ah, nee, der kauft ja wieder nur Perls. Genau. Nee. Perls verkaufen möchte ich noch nicht. Gibt es eigentlich irgendwo noch ein zweites normales? Nee, klar gibt es ein zweites normales Dorf. Haben wir schon gefunden. War ja hier unten. Gibt doch bestimmt noch irgendwo ein drittes und vielleicht auch ein viertes Dorf, was weiß ich. Da müssen wir aber die Items verkaufen. Was wollte ich? Ach, ich will gucken, was die haben. Robin Quill und. Den Namen schon wieder vergessen. Fell irgendwas. Müssen wir noch suchen können, das wäre super. Ja, Robin Quill fehlt noch. Okay, könnten wir einkaufen. Dann können wir auch fangen, natürlich. Die beiden mal nur an, damit die mal angeklickt waren. Felbert haben wir, glaube ich, noch gar nicht, wenn ich das richtig sehe.
Ist ja nur die Frage, bringt es auch so viel, die zu kaufen, ehrlich gesagt. Meine Skills haben die jetzt keine, die mich überzeugen. Leisten können wir zumindest mal einen davon. Wenn nicht sogar beide. Na, ich glaube, das macht nicht so viel Sinn. Die Frage ist auch, ob hier gibt, wenn wir die einkaufen. Wenn es praktisch einen Fangbonus dafür gibt, lohnt es sich, würde ich sagen, fast. Wenn aber nicht, dann lohnt es sich irgendwie gar nicht. Ja, zumindest die Robin Quills können wir jetzt selber einfangen. Mittlerweile sind wir stark genug. Ich überlege noch, wo wir hinreisen können, wo wir noch... Ich will mal ganz kurz hier vorbeischauen. Welche Level waren denn die Pals hier? Waren die über Level 40 oder nur über Level 30? Wir können zumindest mal verkaufen gehen. Hier wird keine Pals in der Nähe. Unzuverlässige Miliz, naja, das klingt ja super. So, wo war denn der Händler? Hier, du bist ein Händler, genau. Palhändler. Ach, du Heilige. Okay, dem seine Pals sind teuer. Aber das sind auch gute Pals. Prien vor allem, alter Schwede. Der kauft aber auch nur Pals ein, okay. Der Wilderer ist nur 90 wert. Auch Perin würde ich fast gerne kaufen. Hat zwar keine so guten Skills, aber... Und noch ein Raptyro wäre halt perfekt eigentlich. Wandrum ist dann auch nicht schlecht, wenn jemand einen hohen Transportlevel. Ein Raptyro wäre halt super für die Dingensbasis. Also die Erzbasis dann später. So, wo ist noch ein normaler Händler hier? Stimmt ein, oder? Ist nur ein Sternengucker. Das sieht, ja, da ist ein Händler. Sollen wir erst kurz bei Kaufen reinschauen, aber ich glaube, hier ist wie immer nichts, was wir brauchen irgendwie. Nee. So, verkaufen. Das gibt 500 pro Rubin. Der gibt 1000. Das gibt auch 500 pro Stück. Das 650, das sogar 850 und die 750. Und die 1000 pro Stück. Das sind 21.000 Gold. Das ist eine Menge. Das haben wir gerade nicht so viel. Ich gucke nur mal, ob irgendwas hier was wert wäre, theoretisch. Haben wir 33.000. Können wir damit ein paar kaufen? Ich glaube, einen Perin könnten wir kaufen damit. Aber ein Raptyro wäre halt deutlich besser. Kostet aber über 40.000, wenn nicht sogar knapp 50. Ja, knapp über 40 und der... Ah, ist auch zu teuer. Ganz bisschen fehlt. Wandwurm will ich jetzt nicht unbedingt kaufen. Wir haben einen... Ich weiß, wo es weitere gibt zum Einfangen. Ich meine, die haben zwar einen hohen Level. Ah, hier ist noch ein fahrender Händler. Was hast du denn? Offen. Ach, der hat hier so Baupläne und so ein Zeug. Ja, die Sachen können wir selber craften. Feuerfeste Unterwäsche. Kostet 1000. Warte mal, können wir das irgendwo ausrüsten? Also höchstens auf Körper, aber... Ich glaube, das ist eher so ein Item, was einfach nur nett ausschauen soll. So, dann gucken wir mal ganz kurz, was für PAL-Level die hier waren. So, bevor du wieder angreifst. Gleich schnell aufspringen. Hier gab es doch Flug-PALs, oder? Level 33er Incineram, okay. Wenn in dem Level ein Flugpal hier wäre, aber ich glaube, hier gab es doch diese super krassen, war nicht Susaku oder sowas hier sogar? Mit 3 möchte ich mir jetzt nicht anlegen. Vor allem nicht mit einem Level 17er Nightwing. Da, Ragnarok, Level 35. Boah. Ist verlockend. Auf jeden Fall. Da wieder irgendwelche komischen Paljäger. Bruderschaft der ewigen Lohe. Okay. Sag mal, wo habe ich denn Susaku nochmal gesehen? Das kann ich doch, glaube ich, hier nachschauen, welches, was das Habitat ist, oder? Geht das, wenn man die nur entdeckt hat? Wo war denn Habitat? Hier oben. Genau, könnte man gucken. Oh, Ragnar kämpft. Oh. Wir können eventuell den gleich einfangen.
Ist klug anstellen, dann können wir den klauen hier, bevor die ihn töten. So, ich versuch's einfach mal. 18%. Nein. So, noch ein Versuch. Nein, 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 der ist ausgebrochen. Oh, nein, nein. 6 Feuerdrüsen haben wir geschafft. Geklaut. Nein, wir müssen fliehen. Warum sind die so schnell? Ah, weg hier, wir haben gleich keine Ausdauer mehr. Jetzt landen wir auf dem Boden. Okay, ein bisschen Distanz dazwischen. Nein, nicht hängen bleiben. Die machen viel Damage. Oh, Hitze, wir haben ja die falsche Rüstung an. Ach, warum nehme ich Schwefel mit? Okay, Mensch, braucht Schwefel. So, schnell die Rüstung gewechselt. Wir haben sie ja dabei. Okay, die hauen ab. Ah, schade, man. Ragnarok wäre jetzt mega gewesen. Aber ich wollte ja eigentlich nur ganz kurz gucken, wo haben wir denn so Saku damals gesehen? Das war doch auch hier, dachte ich. Habitat. Nee, da in der Wüste oben. Echt? Welche Level waren da die Pals? Waren die nicht ultra stark? Ich glaube, die waren immer Level 40, oder? Ich weiß es mich gerade nicht mehr. Okay, der Punkt ist jetzt näher. Ja, alleine schaffen wir, glaube ich, Level 35er Ragnarok. Könnten wir schaffen. Wir haben ein paar Pals dabei, wir können ein paar Pals opfern dafür. Aber unsere Sphären sind halt zu schlecht. Wir haben gerade 2 rote Sphären verschmissen. Wir haben noch einige gelbe, aber ich weiß ja nicht, ob die uns ehrlich gesagt wirklich so viel helfen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich reise einfach mal ganz kurz oben in die Wüste. Wir gucken einfach mal, was da so die Level sind von den Pals. Wenn wir gleich sehen, okay, selbst die Schwachen in Anführungszeichen sind schon viel zu heftig. Ich meine, der Boss ist Level 44, das muss aber gar nichts heißen. Hier nicht sogar Pals eingefangen? Ich bin der Meinung, wir haben hier sogar Pals gefangen. Da hier die Tokotos. Ne, Level 1 und... Oh! 29 bis 32 waren die jetzt. Dann lass doch mal nach einem Susaku hier suchen. Der kann natürlich wieder deutlich stärker sein. Kann so sein wie die Mamorests, die halt im Einfangsgebiet chillen und dann Level über Level 30 sind. Da, die noch so im Lux können wir jetzt auch versuchen. Robin Quilteras sind halt mit 2, die sind mal ein bisschen, ja, zu risky. Aber warum denn nicht einen Robin Quill Lux versuchen? Wir gucken mal ganz kurz, wer ist in unserem Team am stärksten? Elisa B wäre am stärksten. Foxpack ist auch nicht verkehrt. Halt. Nein, absteigen. Ach, ich bin die ganze Zeit eh. Ich honk. So, ich meine, das ist als Angriff zu werten. Ja, wir machen so viel Schaden. Huhu. Der hat gesessen. Das Blöde ist, wir können es halt nicht zeitgleich auf unseren Vogel setzen und ein bisschen rumfliegen. Schauen wir nur aufs Leben von Elisa B, dass wir die nicht verlieren auf jeden Fall. Der Nacht nimmt nur unser Schildschaden. Ich versuche es einfach schon mal. Okay. Wir sollten gleich die gelben nehmen. So, die holen wir mal zurück. Boah, es kann sein, dass wir alle gelben Sphären jetzt verschmeißen. Oder wir haben direkt Glück. Dinossum Lux wurde einst von einem Blitz getroffen und überlebte nur knapp. Der Ausdruck wie ein Dinossum Lux, das vom Blitz getroffen wurde, bedeutet dem Tod auf wundersame Weise zu entkommen. Und mal ganz kurz, wo liegt denn der? Das riecht ziemlich weit oben wahrscheinlich. Oh ne, hier, 64b. Holz und Strom, aha, okay.
Naja, warum denn nicht? Aber ich glaube, so ein Susako werden wir kaum eine Chance haben. Wenn wir den mal einen finden, weil der war, glaube ich, irgendwie unten hier am Rand, oder? Oh, und das schaut nach Dorf oder eben nach Festung aus. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Also im Sinne von friedlich oder nicht friedlich. Da fliegen wir aber mal noch ganz schnell hin. Aber jetzt noch schnell. Es gibt auch einen Schnellreisepunkt und vielleicht finden wir einen Susako auf dem Weg. Da ist ein Nightwing, was wahrscheinlich ziemlich stark ist, ja, Level 34. Wäre halt auch nicht verkehrt einzufangen, ne? Weil haben wir halt einen stärkeren Nightwing. Die Rayhounds sind leider auch zu stark mit 36. Ja, wir sind gerade wieder auf so einem dummen Zwischenlevel irgendwie. Milizwachen. Ihr seid doch freundlich, oder? Ihr seid die Guten. Aber irgendwie sind alle abgehauen jetzt, warum auch immer. Alle rennen in alle Richtungen, auch das. Auch der Pal läuft weg. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, aber okay. Ah, ein Fangglück können wir noch verbessern. Das müssen wir beim nächsten Mal machen, wenn wir in unserer Basis wieder ankommen. Die Rayhounds würde ich natürlich auch gerne einfangen. Die sehen auch sehr cool aus. Na, hallo, stecken fest. Da bin ich mal gespannt, ob das hier ja eben halt freundlich ist oder feindlich. Wir sollten sie auch möglichst bald mal Pistolen und so weiter craften. Ah, er will 32, aber 35 an. 42, nein. Oh, schade, das wäre so gut gewesen. Aber 42 haben wir keine Chance, kriegen den wahrscheinlich nicht mal angekratzt. Ohne rote Sphären, Level 40 auch zu stark. Ich würde sagen, so Level 36 bis 38 würde ich vielleicht versuchen sogar. An 36 könnten wir hinbekommen. Haben wir, glaube ich, mit dem Nossum war jetzt, glaube ich, auch gerade Level 36. Aber da haben wir sonst kaum eine Chance. Wüstenstadt, lagerfeuerliebende Miliz. Jawohl, die sind friedlich. Das finde ich doch hervorragend. Möchte ich nur gleich absteigen und dann ganz schnell den hier einfangen, bevor er wieder Probleme macht. Gut, er ist ja nicht der Problemvogel. Das war der andere im wahrsten Sinne des Wortes. So, ich schalte mal den Punkt hier frei. Zack. Oh, einfach Miliz, pflichtbewusste Miliz, wie auch immer. Würde ich mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns mal diesen Außenposten hier an. Vielleicht gibt es ja auch einen guten Parallelhändler hier. Vielleicht verkauft er uns ja einen Susako für einen halbwegs vernünftigen Preis. Was ich nicht glaube, aber wir werden es sehen. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.